Wir haben bis heute weder die Leichen gefunden noch sonst etwas. Sie sind einfach verschwunden. Du weißt das selbst am besten, denn du bist dafür verantwortlich. Die Massaker fanden an unserem Opferfest statt. Deine Polizei hat uns gesagt, heute ist Bayram. Ihr könnt eure Lämmer schlachten und wir schlachten euch. Es ist eine sehr unangenehme Aufgabe, einen Laster aus dem Wasser zu ziehen, aus dem ständig Füße und Arme heraushängen. Die serbische Polizei hat meine vier Kinder in dem Café erschossen, außerdem die Kinder meiner Schwägerin und meine Verwandten aus zwei Berisha-Familien. Wir haben die Leute einfach erschossen. Frauen, Kinder, auch die alten Männer. Ich habe sie gewarnt, wenn sie so weitermachen, enden sie vor diesem Gericht. Und hier sind sie. Als Strafverfolgerin bringe ich den Angeklagten Milosevic vor dieses Gericht, damit er für seine Taten zur Verantwortung gezogen wird. Und zwar im Auftrag der internationalen Gemeinschaft und im Namen aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, eingeschlossen die Staaten des ehemaligen Jugoslawien. Ich erkenne die Legalität dieses Tribunals nicht an, da es nicht auf geltendem Recht basiert. Der Sicherheitsrat kann diesem Tribunal kein Recht übertragen, das er selbst nicht hat. Deshalb hat dieses Tribunal auch keine Kompetenz. Mit diesem Prozess wird zum ersten Mal Anklage gegen ein ehemaliges Staatsoberhaupt erhoben, wegen von ihm während seiner Amtszeit begangene Verbrechen. Entsprechend schwerwiegend ist die Verantwortung, an einem Prozess beteiligt zu sein, in dem Herr Milosevic in Übereinstimmung mit dem Gesetz wegen des Verdachts der Vertreibung, der gewaltsamen Deportation, der vielfachen Verfolgung und Ermordungen zur Rechenschaft gezogen wird. Erstens, die Bevölkerung des Kosovo wurde von der UCK, der Miliz der Kosovo-Albaner, vertrieben. Die hat die Leute dazu gezwungen, die hat sie geschlagen und getötet. Zweitens, die NATO mit ihren Luftangriffen und Aufrufen. Das steckt in Wahrheit hinter ihrer Geschichte von der Vertreibung.